Ich machte das mehrere Monate lang und dann geschah ein Wunder. Der Kinokapellmeister Ernő Rappé kam aus New York nach Berlin, um im Uferpalast am Zoo nach amerikanischem Muster die Premieren der großen Stummfilme aufzuziehen, also Bühnenshow, Orchestervorspiel, Film. Dazu gehörte das Engagement eines 90-Mann-Orchesters. Er benötigte einen Assistenten, der von der Klassik bis zum Jazz alles können müsse, und man empfahl mir, mich um diesen Posten zu bewerben. Ich machte mich also Anfang 1926 auf den Weg zu Ernő Rappé und wurde engagiert. Ernő Rappé, ein lustiger, kleiner ungarischer Jude, hieß eigentlich Rappaport. In Amerika war er ein sehr bekannter Dirigent und außerdem komponierte er Kinomusik. Alles wurde nach seinen Angaben umgerüstet, sodass der Uferpalast am Zoo schließlich eines der modernst eingerichteten Theater von ganz Berlin war. Es wurde ein riesiges Ballett engagiert, das große Revue-Szenen als Bühnenshow vor den Filmen aufführte. Im Herbst 1926 teilte Rappé mir mit, dass sein Vertrag als Generalmusikdirektor der UFA gekündigt sei. Ich wurde offiziell sein Nachfolger und musste von einem Tag zum anderen den Riesenbetrieb allein übernehmen. Und da ging es nicht nur um den UFA-Palast, sondern um ungefähr 120 zusätzliche Theater, die ich mit Musik zu beliefern hatte und deren gesamtes Orchesterpersonal mir jetzt unterstand. 1927 wechselte die UFA ihren Besitzer. Der neue Inhaber hieß Alfred Hugenberg und mit ihm begann auch eine neue Ära.